Willkommen zurück bei Lego City Undercover, liebe Freunde. Wir sind jetzt gerade mit so einem coolen Fernsehwagen auf dem Weg zum Flughafen, denn dort sollen wir für Winnie ein Geschäft erledigen, damit er uns mehr Vertrauen schenkt und wir auch für ihn arbeiten können. Sieht so aus, als hätten wir diesen chinesischen Mafia-Boss jetzt ein für alle Mal abserviert und es würde jetzt in der Gangster-Hierarchie weitergehen. Und das ist ja mal cool. Hier steigen wir kurz mal aus und machen wieder ein wenig Sightseeing in Lego City. Hier in diesem Tunnel, der relativ tief unten ist, ist allen Ernstes ein Aquarium. Und ich habe jetzt gerade hier den Schalter gedrückt. Und jetzt kommt ein Hai. Wir sehen auf jeden Fall wieder einen Cheep-Cheep, der fast von einem Hai gefressen worden wäre, aber der Hai ist dann von einem noch größeren Cheep-Cheep gefressen worden. Na, wenn das mal nicht wieder eine Anspielung auf Super Mario ist, wo es ja auch Cheep-Cheeps in allen möglichen Größen und Facetten gibt, möchte ich schon fast sagen. Es gibt ja diese roten Cheep-Cheeps, die wir hier gerade gesehen haben, die ja, wie soll ich sagen, lieb und nett sind, die einem meistens nichts tun, die man nur nicht berühren sollte. Und dann gibt es ja auch diese bösen Violettfarbenen, ich weiß nicht, wie die heißen, die ja wirklich hinter einem her sind und einen auffressen wollen. Gibt es bei Mario Party Teilen immer wieder, bei Minispielen oder auch bei Super Mario Brothers, also den New Super Mario Brothers Teilen. Da kommen die in den Wasserwelten eigentlich immer vor. Und wie gesagt, sie sind auch hier in Lego City vertreten, auch wenn das jetzt hier nur ein nettes Gimmick war und nichts zur Story beigetragen hat. Trotzdem eine ganz nette Geschichte und wir sind jetzt hier, denke ich, in der Nähe des Flughafens angelangt und sehen mal, ob wir jetzt hier die nächste Mission machen können. Hey Chase, wartest du schon lange? Überhaupt nicht. Der Wagen hier ist für dich. Gehört meinem Bruder, den ich nicht leiden kann. Ramponier ihn also ruhig. Keine Sorge, bei meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Wow, das ist der LKW, den du stoppen musst. Los ins Auto. Oh nein. Das heißt, wir müssen gar nicht direkt zum Flughafen, sondern es geht nur darum, einen LKW, der anscheinend wertvolle Fracht gelagert, aufgeladen hat, zu ramponieren, damit der Fahrer aussteigt. Und das hat jetzt relativ schnell funktioniert, glaube ich. Nicht schlecht, Chase. Schätze, du wirst dich gut machen in der Gang. Schaff jetzt den LKW zu Winnies Eisdiele. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Okay, dann machen wir das mal. Aber ich möchte jetzt zuerst noch kurz, obwohl wir gerade in einer Mission sind, ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen, nachsehen, was das hier für ein Fragezeichenblock ist. Sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat. Oh nein, wir werden auch noch von der Polizei verfolgt. Dann wird das jetzt wahrscheinlich nichts hier mit diesem Stein. Ich bin beeindruckt. Auf jeden Fall, wir schauen uns jetzt trotzdem beim Vorbeifahren kurz an. Es sieht so aus, als wäre es so ein Fragezeichenblock von Super Mario hier auf der linken Seite. Vielleicht kann man damit sogar was machen. Aber wir haben jetzt leider keine Zeit dafür. Wir müssen schleunigst hier weg. Unser Lastwagen ist ohnehin schon sehr beschädigt. Und jetzt geben die Bullen aber hier Vollgas. Ich sehe fast keine anderen Autos mehr. Und es sieht so aus, als hätten wir es hier mit einem Waffentransport zu tun. Wenn jedenfalls auf den Kisten das drinnen ist, was draufsteht, dann müsste das eine Waffenlieferung sein für Winnie, den Obermafia-Boss, den wir noch nicht kennen, der aber anscheinend Informationen zu Rex Fury hat. Das geht jetzt mal vor und hier zu dem Punkt mit dem Lastwagen werden wir später nochmal kommen. Zu dem Punkt mit dem Fragezeichen habe ich gemeint.
Aber leider sind wir jetzt so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass das mit der Lieferung nichts geworden ist. Hoffentlich braucht Mo nicht so lange. Und hey, Chase, somit geht's wieder von vorne los mit der Mission. Der Wagen hier ist für dich. Ich hoffe, dass wir jetzt den Lastwagen wenigstens wieder genauso schnell auf unserer Seite haben. Wir werden wieder schräg über den Parkplatz drüber fahren und ihn uns dann gleich wieder von der Seite krallen. Das hat ja zuerst so gut funktioniert. Ich glaube, hier ungefähr unter den Bäumen war es soweit, dass wir ihn irgendwie einsperren konnten. Und es geht jetzt wieder genauso. Bei zwei Herzen hat er sogar noch, aber er steckt fest. Und ich glaube, ein Hit noch und der Fahrer steigt aus. War sowieso an der Zeit, mal über einen anderen Job nachzudenken. So soll das sein. Und wir sind schon wieder an Bord des Lastwagens. Und haben jetzt natürlich wieder keine Zeit, diesen coolen Fragezeichenblock anzuschauen. Aber macht ja nichts. Aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Es geht jetzt wirklich mal das Geschäft vor und wir dürfen uns jetzt hier keine Schnitzereien leisten. Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe so, ein Buch, jetzt seit Frank mir von dem Wagen erzählt ohne hat, den du für weiteres Geplänkel Frank auf zu Winnies gedacht. Eisladen. Ich bin beeindruckt. Weil der Lastwagen hier ganz schön schwierig zu steuern ist, weil der Anhänger, den wir drauf haben, relativ leicht ins Schleudern gerät. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Hier sind wir vorher irgendwo gestorben. Das heißt, wir sind jetzt schon etwas weiter als zuvor. Oh nein! Das hat uns jetzt, glaube ich, ein Herz gekostet. Und ich glaube, hier ist schon der Eisladen. Ich wollte eigentlich nicht im Rückwärtsgang hineinfahren, aber so ein professioneller U-Turn tut's auch. Und ich glaube, damit waren wir erfolgreich, oder? Sieht jedenfalls danach aus. Vielleicht lernen wir jetzt endlich mal Winnie kennen, der uns dann wiederum zu Rex Fury bringen soll. Es ist also alles ein wenig verwirrend im Moment. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass wir teilweise erhebliche Probleme mit der Polizei haben, obwohl die eigentlich auf unserer Seite sein soll. Und die wissen ja, dass wir dieses Undercover-Kostüm tragen. Vinnie Papalardo war der Chef der größten Gang in Lego City. Und jetzt wollte er mich sehen. Sein Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One-Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey! Paulie Blindfolds? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen. Lucky Pete? Freut mich! Hey! Hey! Hey, guck mal, hier ist ein Glückspenny! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Und Mikey Spoilers. Hör mal. Wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, findest du einen geheimen Gegenstand. Wie? Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich dann raus jetzt, nur, du kleine Laster ab! Hey, du musst Chase sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Du weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Farbwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Das ist eine Anspielung an Splatoon vielleicht. Schon, unsere Leute. Schaut euch auf jeden Fall das Story-Let's Play so auf meinem Kanal dazu an. Und Nieren prüft und ganz nebenbei den Riesensmaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja,
wenn ich schon mal hier bin? Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Jesse. Das ist ja mal ein komischer Mafia-Boss. Zuerst macht er seinen Untertanen zur Sau. Und dann ist er im Clownskostüm, weil sein Sohn Geburtstag hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber na gut, wir sollen jetzt, so wie es aussieht, einen Edelstein aus der Bank klauen. Oder aus dem Museum, das habe ich jetzt nicht gehört. Und so wie es aussieht, ist Chase McCain immer weiter dabei, sich selbst ins Verderben zu stürzen, möchte ich schon fast sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Geschichte von Chase so duster und dunkel wird. Ich habe mir gedacht, als ich das Cover gesehen habe, er ist einfach nur ein Top-Polizist, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, der ein wenig auf Verbrecherjagd geht, den ein oder anderen vielleicht hilft. Aber jetzt haben wir es ja hier mit einem Obermafioso zu tun. Und wir haben auch die Farbwaffe freigeschaltet. Manche Objekte benötigen eine besondere Farbe. Ich glaube, das haben wir schon mal wo gesehen. Mal schauen, ob wir vielleicht hier irgendwas einfärben können. Ich habe was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, schon klar. Danke, Ellie. Ich habe während des Gesprächs jetzt gerade versucht, hier diese Farbwaffe zu aktivieren. Denn ich glaube, das sind diese Felder, wo man die nehmen kann. Ah, mit dem Räuber geht's. Na, da hätten wir gleich wissen müssen. Was haben wir jetzt gemacht? Ah, hier kann man die Farbe irgendwie aufladen, vielleicht für später behalten. Das ist das, was wir in dem Park auch schon gesehen haben. Aber jetzt wird es wieder mal ernst. Es geht darum, den Tresor der Lego City Bank zu überfallen. Und das wird bestimmt keine leichte Angelegenheit, denn die Polizei dort und auch die Sicherheitskräfte werden bestimmt nicht auf unserer Seite sein. Noch dazu habe ich mir, glaube ich, das langsamste Fahrzeug, das es gibt, in Lego City ausgesucht, um zur Bank zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch weit hin ist, aber wenn ja, dann würde ich vielleicht noch gerne einen Fahrzeugwechsel machen. Aber jetzt ist auch schon egal. Fahren wir halt mit diesem, was auch immer das ist, Milchwagen, Lastwagen. Jetzt sind wir, glaube ich, eh schon fast dort. Ich sehe auf der Karte jedenfalls schon das Ziel. Also jetzt haben wir diesen Chuang Chuang, oder wie dieser Chinese heißt, hinter uns gelassen. Und weil wir alles für ihn getan haben, was wir konnten. Und jetzt sind wir der kleine Handlanger von Winnie, dem italienischen Mafia-Boss. Und der will jetzt gleich, dass wir ihm so einen Edelstein besorgen. Und das nicht aus der normalen Bankzentrale, wo wir schon mal die Clowns rausgeholt haben, sondern gleich aus der Hauptzentrale, wo es ganz anders aussieht. Ein Lego-Stier, der für einen Aufschwung im Börsenmarkt steht. Spezialauftrag schmutzige Arbeit. Was das wieder wird, bestimmt nichts Erfreuliches. Aber wir sind jetzt schon ganz gut aufgestellt. Wir haben schon mehrere verschiedene Uniformen und wissen uns schon zu helfen,
wenn es hart auf hart kommt. Es geht jetzt nur darum, wie gut dieser Tresor gesichert ist. Oh. Nach der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. So, wir sind jetzt unten in der Kanalisation. Hier sieht's ja mal ganz wild aus. Ich bin in einem Kanal. Und Winnie ruft uns gerade an. Ich zieh dich nur auf. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Okay, also wir müssen den Farbwechsler zuerst auffüllen. Ich habe jetzt hier aus dem Gefängnis mal ein Ventil rausgeholt. Und das können wir dazu nutzen, um hier ein Portal zu öffnen, wo ein Schlüssel versteckt ist, glaube ich. Da kommen wir nicht hin. Was? Jetzt haben wir hier den Schlüssel und kommen nicht hin. Was soll denn das? Hä? Kommen wir vielleicht mit einer anderen Verkleidung hin? Chase schwimmt hier so komisch. Moment. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Das war jetzt nicht ganz so einfach, weil die Konsole wieder mal nicht reagiert hat. Aber ich glaube, jetzt haben wir den Schlüssel und können hier die Tür öffnen. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Und uns weiter. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. In der Kanalisation vorarbeiten. Oh nein. Dann hören diese Teile auch mal wieder auf, hier irgendwelche ekligen Sachen rauszupusten. Ich glaube nicht. Dann müssen wir wohl den Weg übers Wasser nehmen. Die Fähigkeit ist gesperrt. Na, super. Kommen wir vielleicht hier noch irgendwo hin? Hier können wir auf jeden Fall aus dem Wasser raus, was sehr gut ist. Wir kommen hier nicht hinauf. Kann das sein? Komm schon, Chase. Dieser Vorsprung ist um ein kleines bisschen zu weit oben. Jetzt sind wir oben. Jetzt hat es funktioniert. Aber was bringt uns das, wenn wir hier rübergehen? Wir müssten irgendwie auf dieses Rohr hinüberkommen. Und dort können wir wieder einbrechen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, es dürfte sogar irgendwie funktionieren, dass man hier rüberkommt. Ich glaube, es funktioniert, dass man hier rüberkommt. Ich weiß zwar nicht, ob das der Weg ist, den wir eigentlich einschlagen sollen, aber das ist mir jetzt relativ egal. Ist sogar ein Kanalarbeiter oder sowas auf der linken Seite zu sehen. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen hier, glaube ich, nochmal zurück. Vielleicht können wir irgendwo unsere Farbwaffe auffüllen. Denn so funktioniert das nicht. Das ist auf jeden Fall nicht geplant, dass man das so macht. So, kann man hier schon was machen? Nein. Hier vielleicht? Also hier kommen wir nicht vorbei. Doch, hier kommen wir schon vorbei. Oh Mann, ich hätte nur springen müssen. Dann wären wir hier sofort vorbeigekommen. Dann arbeiten wir uns mal ein wenig voran. Schalten hier einen nach diesen anderen ekligen Rohren aus, die allesamt undicht sind. Das wäre jetzt zum Beispiel wieder ein Job für Super Mario. Der könnte jetzt hier als Klempner aktiv werden und die Kanäle. Was war das jetzt? Sind wir jetzt gestorben? Die Kanalrohre putzen. So, das sind irgendwelche Kanalmitarbeiter, die uns aber nicht ganz freundlich gesinnt sind. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Und hier haben wir jetzt einen Farbwechsler. Und das heißt, wir können jetzt die grüne Farbe absorbieren. Die werden wir vielleicht was brauchen.
Sehr gut. Wenn du rot leuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Hab eins über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Ich melde mich wieder. Aha, so funktioniert das also. Mit Y zielen, dann auf diese roten Felder schießen und damit können wir dann unsere Farbwaffe abschießen. Das ist also ein Feature, was wir anscheinend öfter brauchen werden. Aber es soll uns recht sein. Jetzt haben wir eh schon eine Zeit lang nichts Neues mehr freigeschaltet. Und ich glaube, jetzt kommen wir dann darüber auf diese Plattform, wo ich zuerst schon rüber wollte. Vielleicht wäre man dann auch irgendwie anders rangekommen, ich weiß es nicht. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie in den Keller der Bank vordringen können. So, Chase, mal sehen. Ich habe was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles rote klar. Farbwechsler rote brauchen Farbwechsler. Wir jetzt. Wow, aber es, wir haben es wieder mit Kanalarbeitern zu tun. So ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Blumenmine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow. Jetzt kann man diesen Vogel abschießen. Kann man dann wieder grün, aber was hat das zu bedeuten? Gar nichts. Also diese Ente kann man auf jeden Fall abschießen mit der Farbwaffe. Ah, du hast die falsche Farbe benutzt. Das heißt, wir müssen hier irgendwie an eine andere Farbe kommen. Schwimmen wir mal durch diese giftige Brühe. Jetzt haben wir wieder ein neues Fahrzeug freigeschaltet oder jedenfalls einen Teil eines Fahrzeugs. Hier, glaube ich, können wir nicht weiter schwimmen, weil die Giftbrühe uns sonst töten würde. Vielleicht geht es hier auf der anderen Seite weiter. Oh Mann. Was man sich nicht alles gefallen lassen muss. Nicht hinauf. Hä? Das gibt's doch nicht. Sind das hier vielleicht... Ich wollte mich nicht in einen anderen Charakter verwandeln. Sind das hier vielleicht diese Farbflecken, die wir brauchen? Nein, wahrscheinlich nicht. Freunde, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter, hier in der Kanalisation, denn mir wird es jetzt langsam zu viel. Bis dann.